Hallo Retro-Freunde, in diesem Video möchte ich euch etwas von den Masters of the Universe vorstellen, was neu in meine Sammlung gekommen ist. Es handelt sich um eine original verpackte Sache aus den 80er Jahren, also seid gespannt. Ja Leute, es ist gerade mal 7.30 Uhr, 7.45 Uhr morgens, die Sonne scheint schon hier durchs Fenster. Ja, ich finde das total toll, dass die Tage wieder länger werden, dass es wieder freundlicher wird, nicht mehr so dunkel morgens und abends, wenn man morgens rausgeht zur Arbeit, wenn man abends von der Arbeit nach Hause kommt, immer dunkel gewesen die letzten Monate. Das hat jetzt ein Ende, es ist schon wieder hell und da es so früh ist, hoffe ich, ihr habt nichts dagegen, wenn ich ab und zu mal einen Schluck aus meiner Tasse nehme, einen Schluck Kaffee nehme, auch wenn es eine Star Wars Tasse ist. Ich habe heute, oh, schmeckt ja gut, ich liebe Kaffee, habe heute eine Neuheit, die ich euch vorstellen möchte. Ich habe wieder auf dem Mock, also auf dem Mint on Card, auf dem Markt mit original verpackten Masters of the Universe Sachen zugeschlagen. Ja, diesmal handelt es sich nicht um eine Figur, aber trotzdem ist das Ganze Mint on Card. Ja, und zwar handelt es sich um ein Zubehörteil, ja, und da konnte ich einfach nicht Nein sagen, ja, ich habe es früher nie gehabt, aber jetzt in meiner Sammlung, und zwar habe ich hier den Mega Laser. Ja, ich finde das Ding total toll, ja, es ist ein kleines Accessory, ein kleines Accessoire, ein kleines Zubehörteil für die Figuren, ja, ist, ich zeige es euch schon mal ganz kurz hinten, ist im Zuge 1985 rausgekommen im Zuge mit dem Jet Sled und mit den Stiltstalkers, mit den Stelzen, sag ich mal. Ja, und ihr seht, hier unten sind auch schon die Schlangenleute, die Schlangenmenschen drauf. Ja, also es war schon zu späterer Zeit, hat Mattel das schon veröffentlicht, ja, ein Zubehörteil, welches noch original verpackt ist. Ja, leider Gottes habe ich gesehen, wie ich es bekommen habe. Es ist ein ganz kleiner Crack hier unten im Blister. Das finde ich sehr, sehr schade. Ja, aber ich behandle es jetzt gut und gucke, dass der Crack sich nicht vergrößert und nichts weiter dran kommt. Ansonsten ist das Ding top. Der Kleber löst sich hier ganz leicht. Der ist halt ausgetrocknet. Ja, löst sich ganz leicht, aber ansonsten sitzt das Ding bombenfest auf der Karte. Ja, und Mega Laser Heroic Wind-Up Beam Blaster ist der amerikanische Untertitel. Ich finde das immer total toll auf diesen Sachen. Und hier steht noch dabei, Laser in Anführungsstrichen, Gun Mounts on Warrior. Ja, Wind-Up Barrels Rally Blast in and Out for Ages 5 and Over, also für Kinder ab 5 und älter. Ja, ein bisschen älter bin ich. Und hier steht nochmal, Figure Accessory, also Figurenzubehör, fits many Masters of the Universe Figures. Ja, das heißt, es passt auf sehr, sehr viele von den Masters of the Universe Figuren, aber nicht auf alle. Es passt auf die Standardfiguren, auf die Standardvarianten, die den Standardoberkörper, sag ich mal, haben. Ja, aber auf irgendwelche Sonderfiguren zum Beispiel würde es nicht drauf passen. So, der Mega Laser. Was ist es überhaupt? Ja, der Mega Laser ist ein Teil, was hier auf der Rückseite von Man at Arms getragen wird, also quasi ein Teil, es steht ja auch für die, es heißt ja auch Heroic Wind-Up Beam Blaster, also es ist schon mal wieder für die Heroic Warriors, für die Guten, ja, und Man at Arms bestätigt das hier auf dem Bild. Er hat das Teil auf den Rücken geschnallt, hat den Blaster in der Hand auf dem Arm, ja, und setzt ihn ein gegen Skeletor, gegen Beastman und gegen Stinkor. Und oben das Cardback ist übrigens unpunched, wie ihr seht, finde ich auch total toll. Ja, und oben heißt es, backed into a corner by a band of beastly warriors, also quasi in die Ecke gestrückt, ja, von den bösen Mächten. Man-at-Arms stuns them all at once with a mighty Mega Laser. Also Man-at-Arms macht sie einfach mit dem Mega Laser fertig, ja. Und das Tolle ist, ja, hier sieht man halt die quasi Anleitung, wie ich es halt draufsetze. Das heißt, ich setze den Man-at-Arms das Teil auf den Oberkörper, auf den Rumpf. Ja, steckt den Mega Laser hier ein. Er hat hier dann vorm Gesicht die, ja, das Zielvisier, nenne ich es mal. Ja, und kann es dann noch in die Hand nehmen, das Teil. Ich finde es total toll. Ja, hier seht ihr unten dieses Teil, was ich ihm über den Kopf oder dran klippe quasi an den Oberkörper. Ja, den Laser, den ich halt in die Hand stecke. Und dieses Teil hier ist das Rückenteil, das wird hier an dem Ding befestigt, das geht dann unten zur Wirbelsäule, an der Wirbelsäule entlang runter an der Figur
und ich habe hier noch einen Gurt, an dem ich dieses Teil hier am Rumpf um den Gürtel rum befestigen kann. Ich finde es total toll. Es ist wieder eine weitere Ergänzung zu meiner Masters of the Universe Vintage Sammlung. Ja, wie ihr ja wisst, ich habe angefangen, mir auch doch Mocs zu kaufen. Ja, es ist sehr sporadisch. Zuletzt habe ich mir den Rockon gekauft als Mock, weil die kosten ja mittlerweile wirklich, also unter 250 Euro ist es selten, dass du eine Figur, selbst eine Standardfigur mittlerweile, die so oft noch vertreten ist, vielleicht in OVP, unter 250 Euro bekommst du da keine mehr. Ja, und deswegen kaufe ich mir auch nicht immer welche, sondern ich wähle wirklich halt aus, wenn es für mich persönlich preis-leistungsmäßig Sinn macht, wenn das eine Figur ist, wo ich sage, ja, das möchte ich für diese Figur ausgeben, der Zustand, der gefällt mir, den finde ich super. Und dann investiere ich das auch mal. Ja, jetzt muss ich noch mal einen Schluck aus meiner Star Wars Tasse trinken, bevor der Kaffee ganz kalt wird. Und ihr wisst ja, Star Wars und Masters of the Universe ist so meine Kindheitserinnerung oder meine liebsten Spielzeuge aus der Kindheit, gefolgt von Bravestar, wobei ich die ja damals, wie ihr auch wisst, nie hatte, aber versuche ein Fullset zu bekommen, sowohl lose einmal, also ausgepackt. Ja, und bei den Masters, wie gesagt, ist es so, ich schaue, dass ich, wenn ich was finde, was OVP ist und was ich preislich für mich vertreten kann, dann gönne ich mir das. Dieser Mega Laser hier, ja, wie gesagt, schade ist, dass der Endcrack drin ist, den hatte ich vorher nicht gesehen. Für den Mega Laser habe ich 100 Euro bezahlt, ja, also 100 Euro glatt, ja, und für mich war das vollkommen okay dafür, dass das Ding OVP ist, dafür, dass es unpunched ist und dafür, dass die Karte wirklich in einem wunderschönen Zustand ist. Hier, wo der Blister quasi aufhört, wo der auf die Karte geklebt ist, ist so ein kleiner, ja, Falz hier, wenn man das sieht, ja, so ein ganz kleiner Knick ist hier durchgehend dran, aber das macht mir überhaupt nichts. Ja, das Ding ist von 1985, rechnen mal hoch, wie alt das schon ist. Und dann der Zustand, ein Stück Pappe mit ein bisschen Plastik, ja, in einem, wirklich für mich in einem Top-Zustand. Und da konnte ich, wie gesagt, für 100 Euro konnte ich nicht Nein sagen. So, das war der letzte Schluck Kaffee. Der Morgen kann beginnen, der Tag kann starten, der Mega-Laser ist da, ich finde es total toll. Schreibt mal in die Kommentare, ja, sammelt ihr auch Zubehörteile, sammelt ihr vielleicht nur sogar die Figuren? Ja, und wenn ihr Zubehörteile sammelt, legt ihr auch Wert darauf, dass ihr die OVP habt, ja, das heißt, seid ihr ein Fullset-Sammler oder sammelt ihr auch nur das, was ihr möchtet? Ja, es wird immer schwerer, bei den Masters of the Universe Vintage-Sachen wirklich ein Fullset zu bekommen. Ein Fullset allein nur von den Varianten vielleicht, die in Europa auf den Markt gekommen sind. Ja, ich will jetzt gar nicht von irgendwelchen Faker-Geschichten oder was weiß ich was reden, die es vielleicht in Deutschland so gar nicht gab damals in der Menge oder überhaupt. Ja, ein Clamp-Champ etc. Schreibt es in die Kommentare, lasst es mich wissen, das interessiert mich. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer gerne einen Daumen nach oben. Ja, wenn ihr weitere Videos nicht verpassen möchtet und ihr noch kein Abonnent seid, dann abonniert doch den Kanal, aktiviert das Glöckchen, verpasst somit kein weiteres Video mehr. In diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Retro Raune.